Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Wir sind in der letzten Folge hier diese Schnellstraße gegangen und dann hier rein in diese Mine und jetzt werden wir gucken, dass wir uns alles Mögliche unter den Nagel reißen können. Es ist allerdings fraglich, was denn hier sein könnte. Munition wäre geil. Denn wir haben ein Gewehr gefunden und ich habe daneben geschossen. Mit dem einzigen Schuss im Übrigen. Ja, das ist ja Kacke. Das ist hier sehr dunkel. Wir könnten Kohle mitnehmen. Brauchen wir Kohle? Ein Beil haben wir, eine Laterne brauchen wir noch nicht. Trinkwasser haben wir bald fast alles. Petroleum braucht man noch viel mehr. Tage Essen haben wir noch nicht genügend. Weichholz, Hartholz, Altholz, Stöcke, Zunder, Verbände. Ja, das kriegen wir aber doch alles hin. Das kriegen wir hin. So, wir müssen das blöde Ding jetzt hier anzünden. Denn ansonsten. Was, schwingen? Nee, du sollst hier durchkriechen. Ich glaube, das war auch. Wie viele haben wir denn davon noch? Ich denke, das war jetzt generell einfach eine super doofe Idee. Ich glaube, das war eine richtig dämliche Idee, hier runter zu gehen. Die Kohle nehme ich trotzdem mit. Muss ich ja irgendwie belohnt haben. Oh Gott, wo kommen wir wieder raus? Ich habe doch keine Ahnung. Das wiederum sieht gut aus. Gleich mal alles geiern. Oh, noch eine Magnesiumfackel, sehr gut. Und da ist eine Laterne. Okay, wir machen Folgendes. Wir legen jetzt hier einfach mal die ganze Kohle ab. Das ist einfach zu viel. So. Dann beschwert sich Madame hoffentlich nicht so sehr. Da hinten ist nichts, da liegt auch keine Leiche. Aber immerhin haben wir ein weiteres Teil bekommen, nämlich eine Sturmlaterne. Vorne ist ein Ausgang, da müssen wir natürlich noch das hier kurz abchecken. Vielleicht verbirgt sich da noch was, naja. Einfaches Werkzeug, wir nehmen es einfach mal mit. Mitnehmen, was geht. Das ist die Devise. Und hier ist jetzt was, noch mehr Bücherzeug, was wir nicht brauchen, das. Oh, Feuerstahl brauchen wir definitiv, den Rest lassen wir einfach erstmal hier. In der Schublade befindet sich nichts. Mann, haben wir Glück. Noch ein Beil, das ist super. Aber wir können halt jetzt nicht mehr vom bösen, bösen Wolf davon laufen. Das ist wiederum schlecht. Ort der Trostlosigkeit. Was zum Geier ist der Ort der Trostlosigkeit? Sind wir jetzt richtig? Hm.
Hieß das Ding Ort der Trostlosigkeit mit dem Leuchtturm und so? Könnte sein. Haben wir Hunger? Okay. Dann essen wir doch noch schnell was. Wir haben doch bestimmt noch irgendwas fertig gekochtes. Wir haben nichts fertig gekochtes. Dann essen wir mal schnell das. Wir haben noch nicht mal einen Dosenöffner gefunden. Was ist denn hier los? Dann würde ich sagen, trinken wir auch einfach noch eine Orangenlimo rein. Stillt den Durst und sorgt für jede Menge Kalorien. Tja, und in so einer Survival-Situation ist es dann auch mal ganz legitim, sich so ein bisschen Zuckerwasser zu gönnen. Und das blöde Ding können wir loswerden. Wie können wir das nochmal loswerden? Indem wir auf Entfernen drücken. Und ablegen. So. Haben wir noch eine? Ja. Wir haben sogar noch zwei. Das ist der Burner. Das ist der Burner. Wäre cool, wenn es hier irgendwie Landkarten geben würde. Da ist nichts drin und da ist da vielleicht irgendwas Spannendes, Tolles drin für uns. Riegel, Zedernholz. Ja, das wird noch viel schlimmer. Naja, wenn wir erstmal was gegessen haben und das Zeug los sind, dann, oh Gott, wir können nicht mal mehr rennen. Wenn jetzt ein Bär kommt, ne? Dann war's das. Jo, wir sind richtig. Passt schon. Wir sind richtig und es gibt zwei Wege. Einmal den Weg da vorne, den kennen wir ja schon. Und dann einmal den Weg hier. Ich erinnere mich wieder. Müssen wir jetzt nicht langsam mal den Leuchtturm sehen? Ja. Da ist der Leuchtturm. Und der ist auch jetzt unser Ziel. Dort möchten wir gerne hin. Ist aber doof, wenn dort so ein Wolf rumgeiert. Tu dir nicht weh, tu dir nicht weh. Aber wir sind nicht überladen, das ist risikoreich. Nochmal Holz, das müssen wir mitnehmen. Gehen wir darüber und dann erstmal rein in den Turm und dann machen wir, glaube ich, an dem Tag gar nicht mehr so viel. Die Gute muss sich nämlich jetzt etwas ausruhen. Es wäre eigentlich interessant zu erfahren, der Typ mehr tragen könnte. Ich meine, das ist als Mann logisch eigentlich. Also, Gott, das klingt, naja. Irgendjemand wird mir da wieder schon strikt rausdrehen, dass das sexistisch sei, aber ganz ehrlich, als Mann hast du nun mal mehr Muskeln. Ende Gelände, dementsprechend kannst du mehr tragen. Ich wusste es, da oben ist die Kirche, die müssen wir uns auch noch ansehen. Machen wir dann auch noch demnächst. Jetzt aber hier erstmal rein in den Leuchtturm und hoffen, dass wir hier jede Menge Sachen finden, die wir brauchen können. Und dann werden wir dort auch erstmal Fleisch machen und Sachen ablegen. Dann können wir nämlich mit leichtem Gepäck nochmal raus und checken die Kirche ab, was sich da noch Tolles verbirgt. Zur Walfangstation möchte ich im Moment ehrlich gesagt nicht gehen. Das ist viel zu risikoreich, weil da eben so viele Bären rumlaufen und wir haben keine einzige Kugel.
können da gar nichts machen. Wir sind ja jetzt schon, also den Wölfen, hilflos ausgeliefert. Da müssen wir uns nicht auch noch mit den Bären anlegen. Also wir bleiben hier auch nicht lang, ne? Wir checken halt dann nochmal die Kirche aus und dann sind wir da auch wieder weg. Durch die Mine müssen wir jetzt nicht nochmal zurückgehen, denn da wird sich nichts verbergen. Wir werden dann stattdessen den Weg zurücknehmen, also die Straße. Und ja, ist allerdings die Frage, ob man wirklich jetzt über die Straße da durchkommt. Ja, wir werden es ja sehen. Vielleicht steht noch ein Auto da, das man ein bisschen ausplündern kann. Das wäre dann schon super. So, jetzt müssen wir hier nochmal rumgehen. Ich hatte hier nämlich in Erinnerung, dass hier irgendwo eine Leiche liegt. Bilde ich es mir ein oder ist es so? Oh, man hat hier noch einen Weg hingebaut. Na, da kommt man da wieder hoch? Ich denke schon. Kann man eventuell wirklich wieder hochkommen. Cool. Ja, das war wirklich ein Problem auch. So, dann mal rein in die gute Stube und dann hoffen wir, dass wir hier zumindest reichliche Beute machen. Sieht ganz gut aus. Ich würde jetzt hier erstmal ein paar Sachen fallen lassen. Halt. Ich wollte ins Inventar gehen. Ich drücke immer wieder noch auf den alten Button. Das ist nicht so gut. Legen wir erstmal alles ab. Wobei, das Buch könnte man eigentlich gleich wieder aufheben. Das Holz brauchen wir jetzt aktuell nicht. Müssen wir noch was ablegen? Eigentlich brauchen wir da alles. 5 Kilo. Ja, das bleibt erstmal hier. Da haben wir genügend und da machen wir jetzt erstmal das ganze Essen, denke ich. Oder erstmal folgendes. Wir sehen uns hier genau um. Und dann machen wir das ganze Essen. Wir fangen oben an, ganz oben. Dann kämpfen wir uns so langsam von oben nach unten durch. Schön wäre es natürlich, wenn wir Munition finden würden. Das wäre der Oberknaller. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir Glück. Dann ist der Rückweg eigentlich gesichert und hier sehe ich doch schon eine Gewehrpatrone. Und um eben unsere Challenge zu schaffen, brauchen wir 10 Stück. Das wird noch ein Ding. So, das ist eigentlich nur blödes Gedöns, das niemand braucht. Oh, da ist Zeug. Brandbeschleuniger. Tankkiste mit Rum, ja. Gehen wir da mal rum. Liegt nichts auf dem Boden, doch. Ja. Perfekt. Ansonsten sehen wir jetzt hier noch irgendwas wie eine Leiche oder so. Nicht wirklich. Nee, da ist nicht so wirklich was. Also wir machen es dann echt nur, dass das hier nur ein kurzer Zwischenstopp wird. Wir wollen hier die Zeit nicht verschwenden. Dann mal wieder rein. Wir könnten eigentlich auch gleich mal das Gewehr nachladen. Hätten wir hier drin natürlich nicht brauchen, aber später. So. Da ist sogar Zeug drin. Das ist doch super. Trotzdem, wie konnte man auch mal alles weglegen? H mit H, genau. Checken wir erstmal die Spinde ab. Oder Spinz, man sagt Spinz, glaube ich, ne? Nichts. Lass mich doch verarschen. Gewehrputzsätze ist auf alle Fälle sehr nützlich. Okay. Ja, Kisten und so ein Scheißgedöns brauchen wir jetzt aktuell nicht. Stoff kann man einfach mal mitnehmen. Brandbeschleuniger auch. Ich bin jetzt nicht so begeistert, um ganz ehrlich zu sein. Das Lampenöl ist super wichtig. Davon braucht man noch so viel. Ich glaube, das wird sogar so das Problem. Ja, ja, ich habe dich schon gehört. I'll take it.
Bitte, 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 bitte. Aber was haben wir denn für ein Pech? Das ist doch nicht mehr normal. Like I can use this. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht. So viel Pech, wir glaube ich schon ewig nicht mehr. Genau, das Buch wollte ich eigentlich haben. Ja, wir sind fix und alle. Moment, wir müssen jetzt hier einfach mal Sachen ablegen. Ach du Scheiße, wir schleppen 48 Kilo mit uns rum. Das brauchen wir aktuell ja sowieso nicht. Und die Bücher verbrennen wir gleich. Und ja, das Zeug brauchen wir halt, ne? Das ist schon echt ein riesiger Haufen Scheiße. Na gut, wir machen jetzt erstmal was zu essen. Streichhölzer, Zunderbündel und mit dem Buch soll es ja klappen. Dann zünden wir einfach erstmal die Bücher an. Und dann können wir ja noch Stöcke oder so draufhauen. Dann machen wir erstmal das Essen, essen das. Dann haben wir dadurch schon mal weniger zu schleppen. Und dann müssen wir uns jetzt hier noch aussuchen, was wir dann wieder mitnehmen wollen. Wir bräuchten eigentlich schon das ganze Holz. Ach komm. Und mit dem Feuerstahl, habt ihr das gerade gesehen, hätten wir angeblich eine viel höhere Chance, ein Feuer zu machen. Wollt ihr mich verarschen? Ganz ehrlich, ich kann mit dem Feuerstahl umgehen und das ist deutlich schwieriger als mit einem blöden Gammelstreichholz. Oh. Na? Und wir haben übrigens gerade eine 80% Chance und haben es schon zweimal vergeigt. So viel zu unserem Glück. Das ist in der Runde echt nicht so gut. Perfekt. So, liebe Leute, dann fangen wir mal an, das ganze Zeug hier zu garen. Geschmackloses Reh. Klingt ja gut. So, wir essen das jetzt schnell mal, da der sich ja hier schon beschwert. Trinken natürlich auch gleich nochmal. So, dann machen wir hier noch mehr. Machen wir das ganze Zeug da rein und dann machen wir das ganze Reh. Ich weiß jetzt nicht, was bedeutet eigentlich das Zeug, also sind wir später besser? So mit dem Kochen, denn irgendwie kriegen wir hier jedes Mal so ein Plus dazu. Können wir dann super gute Rezepte machen? Und ich sehe es schon kommen, wir werden hier bleiben müssen. Weil nur noch 3 Stunden Tageslicht übrig sind, scheiße. Nö, das machen wir nicht. Jetzt hier aber auch nicht das Wasser verschwinden. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. Wir essen jetzt erst nochmal was. Und wir werden nochmal Holz los. Das ganze Holz werden wir gleich mal komplett hier ablegen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch erstmal auch aktuell nicht. Und dann würde ich sagen, essen wir noch was. Dann hauen wir uns nochmal Reh rein und trinken natürlich nochmal einen Schluck. Und dann ziehen wir trotzdem nochmal los. Ach, wir haben das Medizinregal gar nicht durchsucht. Also Antiseptikum wird das geringste Problem werden. Wie viel brauchen wir denn davon? Halt. Das war jetzt falsch.
I can barely walk. Gar nichts. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir lassen hier wieder was da. Und los. Wir gehen nochmal raus. Und gucken uns das in der nächsten Folge oben nochmal an mit dem Teil da. Mit der Kirche, was sich dort verbirgt. Und dann verschwinden wir wieder von hier. Oder kommen hier nochmal zurück und schlafen noch eine Runde. Ja, bis dahin. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und ciao.